Glück auf, Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja, Leute, wie soll es anders sein im Urlaub? Natürlich unrasiert und einfach mit Mütze auf. Einfach mal richtig gehen lassen und die Eier schaukeln. So muss das sein. Aber das soll nicht das Thema des Videos sein, sondern ich habe mal ein Thema mitgebracht, was mich in letzter Zeit extrem oft beschäftigt hat, beziehungsweise was mir auch oft selber passiert ist. Ihr könnt es vielleicht in der Überschrift schon lesen oder habt es gelesen, je nachdem. Und zwar soll es um das Thema gehen, Nervosität, Angst vor Prüfungen, Bewerbungsgespräche und vielleicht auch so ein bisschen Übelkeit, was da drin vorkommen kann. Ja, worauf will ich genau hinaus? Und zwar, ich bin vor ungefähr anderthalb Wochen in meine neue Heimat gefahren. Da hatte ich ein paar Bewerbungsgespräche. Ich hatte 4 Stück, glaube ich, an einem Tag, weil ich wollte halt alles auf einen Tag legen, dass ich nicht so lange dort bleiben muss, weil ich musste ja Urlaub dafür einreichen und so weiter und so fort. Und da es ein ganzes Stück zu fahren ist, war es halt günstig, dass alles auf einen Tag gelegt ist. Ja, ich bin halt chillig zu meinen Eltern gefahren, habe da halt noch die Nacht gepennt, dass ich dann früh ausgeschlafen hingehen kann. Und es ist bei mir irgendwie jedes Mal das gleiche, egal ob ich Vorstellungsgespräche habe oder Bewerbungen irgendwie abgeben muss, persönlich, oder ich habe Prüfungen. Ich bin immer extrem aufgeregt. Obwohl ich eigentlich schon ein bisschen älter bin, trotzdem passiert mir das immer wieder, dass ich einfach so richtig aufgeregt bin. Das fängt halt einfach an, abends bin ich schon so ein bisschen nervös, aufgeregt. Nachts kann ich richtig schlecht schlafen. Ich bin dann immer 100-mal auf, was total scheiße ist. Und ja, am nächsten Früh, wenn ich aufwache, ist es einfach nicht besser. Es geht zwar dann noch einigermaßen, dann mache ich mich halt so fertig, gehe jetzt mal runter, denke mir so, komm, trinkst einen chilligen Kaffee und isst vielleicht noch was dazu, ja, da fängt schon an. Das Essen aus dem Kühlschrank rausholen ist schon ein Problem, weil da wird es mir schon schlecht. Und an Essen kann ich überhaupt nicht denken, also ich mache da 2-3 Bisse, dann ist es vorbei. Da ist es mir echt so richtig schlecht. Das ist, war auch damals so, wo ich in der Schule meine Prüfungen hatte und so weiter. Eigentlich total bekloppt, aber es ist einfach so gewesen. Und dann habe ich versucht, meinen Kaffee zu trinken, habe ich auch bloß eine halbe Tasse geschafft, weil ich einfach so aufgeregt bin, irgendwie, ich weiß nicht, so die Vorstellung einfach zu versagen. Ich habe zwar noch nie irgendwas schlecht abgeschlossen oder irgendwas nicht geschafft, was ich wollte, aber trotzdem bin ich jedes Mal aufs Neue aufgeregt. Das geht mir eigentlich tierisch auf den Sack, ist aber bei mir irgendwie so Standard. Ihr könnt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren zu dem Vorstellungsgespräch, echt so total flatternde Hände gehabt, ne? Und ja, ich bin dann da rein und sobald ich aber dort sitze und die ersten Worte so mit meinem Gesprächspartner oder mit dem Chef dann halt gewechselt habe, ist alles wie weg. Also mir ist es nicht mehr schlecht, ich bin nicht mehr aufgeregt, total komisch und dann so richtig easy Gespräch. Und ich hatte ja dann auch, wo ich das erste Vorstellungsgespräch fertig hatte, hatte ich ja noch 3 andere, da war das auch nicht mehr. Das ist immer nur das erste, das ist auch so, wenn ich mehrere Prüfungen habe. Das ist immer nur bei der ersten Prüfung, sobald ich da drin bin und losgelegt habe, dann interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Das ist alles wie weggeblasen. Das ist total komisch. Auf jeden Fall hatte ich dann halt noch 3 andere Vorstellungsgespräche und die waren alle tippitoppi. Also ich habe 4 Zusagen bekommen bei 4 Vorstellungsgesprächen. Was will man mehr? Also kann ich nicht so aufgeregt im Gespräch gewesen sein, aber davor, Leute, das ist echt eine richtige Katastrophe, was ich da manchmal für Bammel habe, irgendwie zu versagen, was eigentlich total schwachsinnig ist und man eigentlich auch nicht haben sollte, weil es dann meistens schlechter wird. Ich krieg's einfach irgendwie nicht abgelegt. Das Lustige ist auf jeden Fall auch, meiner Freundin geht es halt genauso. Die musste ja auch nochmal eine Prüfung machen, weil sie für ihre Arbeit so ein Zusatzzertifikat oder was auch immer gemacht hat, dass sie Azubis ausbilden kann und so weiter und so fort. Und die hatte da auch die Abschlussprüfung, die war genauso aufgeregt wie ich. Ich denke manchmal, dass das echt extrem vielen Leuten so geht, weil man einfach irgendwie auch die Angst hat, seine Existenz damit zu versauen. Besonders ihr vielleicht jetzt seit 10. Klasse oder so, steht vor euren Abschlussprüfungen und das wird halt euer weiteres Leben auf jeden Fall auch regeln, obwohl die letzte Prüfung eigentlich nicht so wichtig ist. Darum geht es eigentlich bloß ums Bestehen. Und ja, dann muss man halt einfach schauen, was man daraus macht. Aber es ist trotzdem immer wieder dasselbe bei mir und das ist irgendwie total nervig. Aber ich denke mal, da draußen gibt es bestimmt genug Leute, denen es genauso geht, die das gleiche Problem haben wie ich. Wie gesagt, schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Interessiert mich echt, ob ich vielleicht so ein Einzelfall bin oder ob es euch vielleicht da draußen genauso geht wie mir. Und ja, das ist eigentlich so das Thema gewesen, was ich kurz mal ansprechen wollte, weil mich das so ja in den letzten Tagen echt bewegt hat, weil ja viel bei uns passiert ist, neue Jobs bewerben und so weiter und so fort, wie wird die Zukunft weitergehen und so fort. Und ja, deshalb wollte ich da einfach über mal einen Commentary machen, weil das so ein Thema ist, was mich echt interessiert hat. Vergesst auf jeden Fall nicht, unten in die Kommentare mal zu schreiben. Ich bin echt gespannt, wie es euch so geht, was ihr vielleicht für Erfahrungen schon gemacht habt oder was euch passiert ist. Ich habe ja auch Freunde gehabt, die haben sich schon richtig übergeben müssen, also sie sind kurz vor der Prüfung aufs Klo gerannt, weil sie halt kotzen mussten, weil so war ganz lustig. Soweit ist es zwar bei mir noch nicht gekommen,
Aber wie gesagt, schreibt es mal einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, Leute, wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Teilt das Video, wenn ihr Bock habt, oder einfach meinen Channel. Ich würde mich freuen, wenn ich weiter so toll wachse wie jetzt. Und deshalb auch nochmal vielen Dank an euch. Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Wie gesagt, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.